So, Hallihallöchen, Hänze Pitti und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Oracle of Seasons. Ja, wir haben im letzten Part einerseits den Boomerang Stufe 2 bekommen. Und ja, einen Handlanger von Onox besiegt. Keine Ahnung, warum jetzt da der Schalter noch extra eingebaut wurde. Ach so, wir dürfen jetzt Glücksspiel betreiben. Okay. So, ja, wir kommen der Turmspitze näher. Wir haben nur noch 4 Räume. Oh ja, genau. Und jetzt noch so Hände. Das wäre jetzt natürlich echt super ungünstig. Ah, nee. War gar nicht so ungünstig. Wir haben ja einen Teleport. Aber fies. Aber wir müssen nochmal durch den Fallenraum. Gut, wir haben hier eine Kugel. Und eine Tür. Kann die Kugel die Monster zerstören? Warte mal. Ja, witzig. Okay, rüber mit dir. Ja, doch nicht rüber. Oh Gott, mag er auch noch. Ja, das war's mit meinem Herzen. Tut mir im Herzen weh, tatsächlich, wirklich so. Ja, und dann noch der Raum unten. So, aber jetzt... Warte mal, komm raus. Aha. Alle drei? Gleichzeitig oder wie? Ah ja. Ja, habt ihr nicht kommen sehen, ne? Man hätte die anderen wahrscheinlich wieder zurück deaktiviert. Oh, ich habe so eine ganz dumme Vermutung, wo man das Trampolin hinschieben muss. Oder? Ne, ich glaube, muss mal hinschieben. Ja, er ist drauf aufmerksam geworden. Soll er halt. Oh nein, es war nicht diese Stelle. Wir wurden geprankt. Oben, ja, hat es nur noch den einen Raum. Also gut. Hätten sie auch mit Teppich auslegen können, die Witzlinge. Dann einen Tipp gegeben haben sie uns hier. Achso, ah! Ah ja, mit unserem Schwert können wir natürlich auch aktivieren. Also dann doch jetzt wieder nach links. Oder nach ganz links? Vielleicht ist da jetzt ein... Ah, nö. Da ist eine Treppe. Nehmen wir doch die Treppe. Okay, seid ihr bereit für den Boss-Fight? Mein Handler? Ich wusste gar nicht, dass es in dem Spiel vorkommt. Okay, also es hat natürlich eine große Gosche. Einfach drauf damit. Ich glaube, wir müssen einfach nur mit dem Boomerang ein paar Mal hier. Ja, okay, und das wird schneller dann. Alles klar. Yeah. Steuerungsmodus. Ha, zwei erwischt. Okay, und... Einfach drauf. Ja, ich weiß nicht. Ich steuere das Ding nicht mal mehr so richtig. Einfach drauf. Jawohl. Nein. Bam. Nummer zwei. Dann läuft es nochmal schnell. Ah, das ist an einem Schleim befestigt, oder was? Aber viel kann es nicht. Der Raum ist jetzt auch nicht so krass. Warte mal. Ah, wir haben kein Versinken im Treibsand, ne? Aber, was ich mal gerne ausprobieren würde. Treibsandring? Ist es auch auf die Bewegung? Geil. Cool. Praktisch. Macht's einfacher.
Das ist jetzt natürlich eher ein glücklicher Zufall, dass wir den Ring haben. Ich sehe das Vieh nicht. Bam. Okay, und dann? Bumm. Cool. Ja, war jetzt cooler Boss, aber kein schwerer Boss. So, holen wir uns die sechste Essenz. Ui. Nochmal luftig? Wehender Wind. Süße Früchte reifen heran, wenn der wehende Wind Pollen heranträgt. Ach, ist das schön. Jetzt wissen wir, woher der Wind weht, ne? Link, der wehende Wind hat auch mich erreicht. Ich träumte von einem Friedhof im Westen von Horondorf. Könnte dort eine Essenz verborgen sein? Finde ein... was? Seeweg? Okay. Ja, schöne Sache. Alles klar. Gut, hier oben ist dann Endfight und so. Im Westen. Ja, wir müssen dann... Oh Gott, nein. Was habe ich gedrückt? Ich habe irgendeine F-Taste gedrückt. Okay, boah. Speichern. Ich hatte gerade echt Angst um den Emulator. Und um das Save-File und alles. Ich habe echt schon länger nicht mehr gespeichert. Oh, ich hatte gerade echt Panik. Gut, wir haben noch zwei Dungeons. Ja? Und das heißt, wir kriegen noch zwei Herzcontainer. So, ein Herzteil kommt auf jeden Fall von den Bäumen. Das wäre ja auch nochmal ein Herzcontainer. Und dann kann man aber nochmal einsammeln. Ein Herzteil von der Hexe und drei Herzteile sind noch unbekannt. Gut, wir kümmern uns aber erstmal. Also Herzteil werde ich erst am Ende dann nachgoogeln für das 100%. Für die 100%. Wo noch die restlichen sind. Vielleicht finden wir jetzt eh noch ein, zwei auf dem Weg. Oh, oh, hier kommt die Hexe auch. Gott, der Screen ist halt auch echt hexenunfreundlich, also spielerunfreundlich für ein Hexen-Ding. Oh, sie hat einen Dusch. Oh, sie wird den Ring wieder kriegen, ne? Oh, wir treffen uns schon wieder. Ja, wie du weißt ja, was läuft, Mann. Sie hat einen UFO, Mann. Jetzt ist sie schneller. Super schnell. Ach du, das merke ich mir. Ja, also wir kriegen von ihr nichts Seltenes. Da haben wir echt voll ungünstige Begegnungen. Dann müssen wir jetzt nochmal hier fragen, was hier so abgeht. Weil ich glaube, ich habe mich mittlerweile an das Leben hier gewöhnt. Ja, wie lange wollen sie noch hier bleiben? Wie ging das doch gleich? 3, 3, 2, 1, 1, 4. Nochmal. 3, 3, 2, 1, 1 und der Rest 4. 3, 3, 2, 1, 1. Scheiße, ich bin echt blöd. 3, 3, 2, 1, 1 und 3 mal 4. Okay. So, unnützes Pack. Warum findet mir niemand meine Glocke? Ja, du beim Club Hoffmann, man sieht es in deinen Augen, welch ein erfahrener Abenteuer du bist. Okay, finde sie. Finde meine Glocke. Alles klar. Ich weiß nicht, was diese Grabsteine hier sollen. Aber... Ah, der Bug liegt in der Wüste. Ja, gehen wir mal zurück zur Oberwelt. Weil ich glaube, wir können jetzt das östliche Gebiet machen. Aber warum sagt er denn der Marco-Baum westlich vom Dorf? Ich dachte, östlich wäre das Ding. Tja, sehen wir dann. Wir müssen auf jeden Fall trotzdem östlich, glaube ich, hingehen. Ja, wir können ja nach Westen gar nicht. Da ist hier die Brücke. Oh, ich weiß, was da reinkommt.
Ja, doch klar. Aber wir müssen erst hier was im Osten machen. Wir müssen die Glocke finden. Und die ist hier. Ach, hi. Beim Anblick der See kommt mir die Erinnerung. Oh ja, dieser stolze Seefahrer. Doch du bist noch zu jung, um derartige Gefühle zu verstehen. So, genau. Was? Du suchst die Glocke? Okay, Glocke. Dann gehe ich mal aus dem Weg. Drei. Drei. Zwei. Na? 1-1, okay. Achso, das geht dann, ne? wenn ich die Geradeaus-Taste drücke, dann Dash linkt da rein. So. Kakteen. Und weil wir hier in der Wüste sind, werde ich noch einmal den Treibsandring ausprobieren. Weil, ist witzig, ne? Schöne Sache. Ah, hier würde man zurückkommen, würde man, glaube ich, eingesaugt werden. Interessant, dass hier unten Wasser ist. Gut. Glocke, Glocke, Glocke und ganze Wüstenregion erkunden. Kann man auch so... Ah doch, runterfallen können wir, wenn wir in der Mitte stehen bleiben. Wenn du schon mal da bist, kauf ein Schild, Mann, hä? Nö, Mann. Ja, dann verpiss dich. Sind wir in der gleichen Höhle? Scheinbar schon. Okay, also der macht erst Geschäfte, wenn man runterfällt. Naja, wir haben aber zumindest keinen Sogeffekt. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir hier auch irgendwo noch runterfallen. Ja. Ach, guck mal, hier ist... Ah! Jo, als ich bis nach der Glocke abgesucht habe, hat mich ein Sandsturm erwischt, dann bin ich so aufgewacht. Habe ich da mitgefühlt? Dann hilft mir, diese Glocke zu finden, Mann. Ich habe meinen Schädel in der Wüste verloren. Suche ihn zuerst. Alles klar. Da mal ganzen Kopf verlieren. Was einem so passieren kann. Ich glaube, irgendwo müssen wir reinfallen. Aber echt keine Ahnung, wo. Da wäre schon mal der Schädel. Ich habe auf dich gewartet, Kumpel. Trag mich herum. Ich sag dir Bescheid, wenn wir nah dran sind. Machen wir später. Ich erkunde noch schnell die Wüste. Ach, schön. Oder tragen wir dich doch jetzt schon rum? Ach, bei Gelegenheit schon. Ach, da ist wahrscheinlich in der Truhe da rechts unten möglicherweise dann die Glocke. Ne, weil das wäre dann jetzt die ganze Wüste. Alles klar, Kumpel. Was sagst du so zur unteren Region? Hier? Ne? Wie wär's mit diesem Treibsand? Sieht doch schön aus, ne? Magst du? Soll ich dich reinschmeißen? Müssen wir auf den Dingern stehen? Nicht so attraktiv? Oh Gott, Entschuldigung. Sorry. Sag dir Bescheid, wenn wir nah dran sind. Ja, wie du willst. Also mir kommt das hier jetzt schon sehr nah vor. Willst du Wasser? Hat er Durst? Ich weiß es nicht. Aber wir können auch nicht da rein, wenn wir den Schädel tragen. Na gut, dann gehe ich einfach mal jedes Feld ab. Ich weiß nämlich selber nicht, wohin er genau möchte. Aber ich glaube, wir müssen echt irgendwo runterfallen. Ah! Seht mal, der hat so... Ach, dann ist er doch hier unten. Da ist er, ganz sicher. Die rostige Glocke. Ob sie noch funktioniert? Die ist ja völlig verrostet. Jedenfalls ist der Weg ins Jenseits frei. Den Rest musst du machen, Mann. Ciao. Toll. Aber dieser Schiffsbug ist ja ein direktes Portal zu Subrosia. Oder? Mal gucken, ob wir da zurückkommen. Ich will hier noch runterfallen.
Ist ja gut, ich rüste den Ring ab. Sieht anders aus. Dann holen wir jetzt noch hier die Truhe. Und dann würde ich sagen, was ist auch für den Part? Und im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Henze Peter. Ciao.